und gucke mal, dass ich das jetzt zum Laufen kriege, denn gerade hatte ich eher Pech dabei. So, ich möchte gerne einen Barbar spielen. Kenne ich mich ein wenig mit aus. Aber er soll einen schönen Namen haben. So, kriegen wir es hin? Ja. Goliath Hardcore-Charakter erstellt. Dann, ja, mein Netzwerk deaktiviert. Sehr schön, sollte es also keine Probleme geben. Ich versuche es direkt auf schwer. Ich werde ja meine Quittung bekommen. So, Chat habe ich auch nebenbei an. Also. Ich bin der belanglosen Kämpfe müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich verstoßen, während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Wer Heimat was im liegt in Chat loswerden Trümmern. will, kann gerne Und doch bleibe sich ich äußern. Ich habe es standhaft. nebenbei offen. Vor 6 Tagen traf der fallende Stern die Stadt Trestram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelswerk? Könnte es das sein, was ich all die Jahre suchte? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist? Das ist natürlich gut, wenn ich das versuche. So, dann starten wir mal Was direkt steht nach los. Tod? Der gefallene Stern ist in der Nähe. Das geht ja gut los hier. Ja, man sieht, ich habe nicht wirklich viele Fähigkeiten. Mit der richtigen Schwierigkeitsgrad an. Ah, kann ich eh nicht mehr ändern. Also schwer ist jetzt gestartet. Ich suche nach dem gefallenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Die Urahnen segnen mich. Habe ich auch mit Level 2 den Hammer der Urahn Tor. Freigeschaltet. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristan zu erfahren. Heil mich. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Nur nichts, was ich gebrauchen kann. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. In Neu-Tristram scheint sich auch nie etwas zu ändern, oder? Was meint ihr damit? So. Hammer, was ich hier schon alles habe. Die Frage ist, seit wann existiert das? Was haben wir hier? Also ich habe anscheinend schon mal ein bisschen Hardcore gespielt. Nehme ich mir mal ein paar schöne Sachen mit. Hoppala. Ich möchte gerne Drakes Amulett. Kann ich mir hier erstmal schick ausrüsten. Jetzt habe ich einen schönen Basisporträtrahmen. Und auf jeden Fall viel mehr Leben. Geschenke gibt es keine für mich. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der Seit 6 Tagen werden wir nun schon. Seid ihr leer? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale.
Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Nicht genug Wut! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Ich werde eure Stadt retten. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Ja, auf geht's. Nächste Quest. Ja, sieht ein bisschen ulkig aus, wenn er hier im Journey-Style Schultern anhat, aber ich bin gekommen, um mehr muss man wohl mitleben. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Und die anderen, die da drumherum stehen. Krieger werden gerecht werden. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwürgen. Sie greifen die Barrikaden an! Mach mir auf. Mehr Wut! Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ab geht's. Dolch-Tank. Oder wie ich ihn immer nenne, Tombury-Tank. Geht ab. Ich brauche Wut. Komm, Handaxt. Auch weg. Immer schön alles probieren, das gibt gerade viel Sinn. Auch Kurzbogen. Mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Irgendwas leuchtet. Gelobt seien die Mächte des Lichts. Griswold, der gute Mann, hat alles riskiert, um den lieben Jungen aus der Kathedrale nach Hause zu holen. Auch wenn Wirt jetzt verstört und launisch ist, bin ich mir sicher, dass das vorbeigehen wird und er bald wieder der liebenswürdige kleine Junge sein wird, den wir alle lieben. Sehr cool, Anlehnung an den Schmied aus dem ersten Teil, beziehungsweise der Leiche aus dem zweiten Teil. Da oben leuchtet was. Sehe ich von hier, dass da eine Truhe ist. Und wie man da durchsieht, ganz leicht schimmern, sieht man oben rechts. Jetzt verschwinden die Grafschaft Launebach. Nicht genug Wut! Die haben wir auch alle. Das Ziel ist es halt nicht zu sterben. Bin mal gespannt, ab wann jetzt da in Bredouille kommt. Ist ja der Anfang, da sollte es eigentlich nicht so sein. Ich gewinne an Kraft. Jawohl, was habe ich gelernt? Stampfen? Ja, ist klar. Machen wir damit weiter. Ich brauche mehr Zeit. Immer brauchst du irgendwas. Überall liegt Geld rum. Ja, noch was. Unten irgendwo vielleicht auch noch Geld.
Nee, aber eine Truhe. Mit Schuhen. Sehr schön. Haben wir das auch. Ja, sie leuchtet sogar. Die Aufgabe ist erfüllt. Diese unheiligen Kreaturen können nun ruhen. Altrestran. Diabo selbst wandelte einst an diesem Ort. Kurz wäre das schwächer ist als man dachte. Sehr interessant. Hey Kiba, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, jetzt sehe ich zwei Kurzschwerter direkt. Doppelkurzschwert-Action. Jawohl. Und zerfleischen auch dabei. Genau das, womit ich spielen will. Da war noch ein Buch. Gucken wir mal, was es da gibt. Überall herrscht Chaos. Und in der Stadt heißt es, Lachdanan habe den König getötet. Wenn es denn nur stimmt, dann könnten unsere Tage und Nächte der ständigen Angst vorüber sein. Die Kiste haben wir ja gerade schon gesehen. Hoch geht's. So. Düsterer Keller. Nochmal. Schatztruhen. Sogar richtig viele. Ich spiele gerade einen Barbaren im Hardcore-Modus. In der Hoffnung, 70 zu knacken, ohne zu sterben und dann Valtail und Diablo zu knacken, damit ich die dementsprechende Trophäe dafür bekomme. Schon was? Wow. Ich habe sogar hier schon ein paar Stufen. Danke für euch. Jawohl. Ups. Was haben wir jetzt gemacht? Wurde automatisch angelegt. Gut. Ja, muss ein bisschen warten. Dann hier gibt es immer eine leichte Verzögerung. Hardcore-Modus. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Ein Leben hier hast. Begann du stirbst, Diablo, Tod und Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich... Ein Wunder ist geschehen. Ein Held, wie aus einer der Geschichten von Onkel Deckard, ist aufgetaucht und hat uns gerettet. Ich weiß in meinem Herzen, dass mein Onkel noch lebt. Und hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter. Ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Schau, ein verborgener Keller. Eure Mutter hatte ihre Geheimnisse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihnen nie geglaubt. Thank you.
gehören mir Stärke. Mehr Damage. So, ich habe jetzt Frostbeulen für Hieb freigeschaltet. Hier ist der Schild. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was ich in seinem aufgewühlten Herzen So, eben mal alle Quasseleien abgefarmt. Und weiter geht's. Öffnet die Tür. Nix. Jetzt weiter hoch. Noch eine arme Seele. So, dann gehen wir mal Onkel Deckard. Die Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern liegt im Inneren. So, und weiter geht's. Hier ist der Stern zu Boden gefallen. Wahnsinn, hier gibt's gut Geld. Sehr cool ist auch, dass man nicht auf seinen Pack, den man so freigeschaltet hat, zurückgreifen kann. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee. Lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Hoch, um im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger, der... Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör. Yes. Und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu. Und schickten uns in den Tod. Gibt's keine Geschwindigkeit gut, Nettel. Der ist schön zerplatzt. Aber weiter. Der Geld in Büchern verstecken, das ist normal. Das macht man so. Gehen wir mal direkt weiter. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen!
Ja, dann retten wir den Kane mal. Kane, ich werde euch beschützen! Verschwindet, ihr Monster! Wo ist der Meister? Noch nicht bereit. Jawohl. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Ich bedarf eures Wissens, Deckard Kane. Leah wird froh sein, dass ihr am Leben seid. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Leah wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Alles klar, machen wir. Ich habe nur gegenüber Leah gehalten und Kane gerettet. Nur der Skelettkönig steht noch zwischen mir und dem Geheimnis um den gefallenen Stern. Seine Rückkehr wirft erneut einen Schatten auf Tristram. Onkel, du lebst! Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir vom gefallenen Stern berichten? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Jawohl. Ohne Bardicke, geil. Wenn ich noch nicht prunkvoll genug ausgesehen habe, tue ich es jetzt auf jeden Fall. Leah hat die ganze Nacht damit verbracht. Hallo. Celdo, wie nett von euch zu fragen. Meine Leute sind Nomaden, die wir ziehen. Wir sind immer auf Reisen und suchen Wetter. Ja, okay. Meine Zukunft gehört den Tod. Wichtig, hier kann man jetzt ein geheimes Gespräch abfangen. Meine Frau, sie ist schwer krank. Möge sie schnell gesunden. Erzähl es dir mal. Ich verkauf dir gerne was, aber du musst mir versprechen, niemandem zu sagen, wo du diese Sachen her hast. In Ordnung? Geschicklichkeitsschiebe, schade. Da die so komplett ekelhaft aussehen, mache ich die besser weg. Und hier könnte man jetzt ein paar Stufen lernen, aber das lohnt erstmal nicht. Ich hab ein, musst mir aber versprechen, dass egal was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst. Templarschild oder Kreuzritterschild. Das läuft schon. Mal kurz gucken, ob Leah noch ein Tagebuch geschrieben hat. Für zwischendurch. Hat sie. Onkel Deckard ist wieder zu Hause. Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs. Ich bin so froh. Aber der Skelettkönig? Ich dachte, er wäre nur ein Bauernmärchen. Der Gedanke, dass der wahnsinnige König Leoric zurückgekehrt sein könnte, um dieses Land zu peinigen. Hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Nein. Ich habe mich. Was hat. Als Lehrer, ich habe mit ihr diese finsteren Der Skelett, der. Wer bist du überhaupt? Ich mach mal eben schnell die Dialoge durch. Gucken wir nochmal, ob ein Buch ist. Aber scheint nicht so. Da
Dann gucken wir weiter direkt. Miriam hat auch wieder was Neues. Ja, gut. Schmied, Mrs. Hab Dank. Folgt mir. Sind wir im Keller der Verdammten. Diese Bartikel hat... Ich brauche Wut. Meine Freunde, es tut mir leid. Es muss getan werden. Meine Angriffsgeschwindigkeit hat sich echt stark reduziert. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Hedrick, hilf mir! Vulkatos lächelt auf mich herab. Ich habe einen schicken Wurfspieß erhalten. Ja, Sprung gelernt. Geil! Oh. Man sollte erst die Quest abholen und dann mit ihm. Und dann von ihm wegrennen. Ohne euch, ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen... ...seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Jo. Mal auf zum Hain des Wehklagens. Hain der Schmetterlinge, da findet man nichts. Wäre auch kein epischer Name. Hat die gerade zwei ausgekotzt? Mann, so kreativ. Wie hoch die Killserie ist. Scheußliche Mütter, die zwei Gegner kotzen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oder nicht drauf geachtet. Nein. Dabei waren doch noch die Gegner da. Hoppala. Ja, das ist gut. Jetzt explodieren die Gegner, wenn ich nicht klatsche. Das ist geil. Auch wenn ich keine coolen Waffen habe. Das hier macht doch Bock. Falls ihr Interesse habt, mit mir das hier zu spielen, was jetzt nicht einfach geht, einfach Einladung per PSN oder was. Eben kurz anschreiben, dann schiebe ich euch, wenn ich was mache, direkt eine Einladung und dann können wir das zu zweit machen. Auch gerne mit Headset oder ähnlichem. Was gibt's da Schönes? Eine Höhle. Auf jeden Fall guten Loot.
ein dicker Gegner, auf jeden Fall gut. Dies wird ein guter Kampf. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ich gewinne an Kraft. Jawohl. Gucken wir mal kurz nach, welche Fähigkeit wir hier nehmen. Jawohl, das ist gut. Mehr Schaden, wenn die Gegner wenig Leben haben, das ist halt sehr geil, da ich auch diese Explosion mit dabei habe. Wenn ich die Gegner mit Spalten klatsche, dann durch die Explosion machen die jetzt. Kriegen die. Stiefel haben wir auch schon neue. Und hier gibt's nichts. Rüberspringen geht auch nicht. Aber immerhin schon mal Level 10 geschafft. Eine schicke Kiste. Ich denke mal, so langsam kann ich den infernalen Helm an die Seite legen. Weil er mir nichts mehr bringt. Rechts hoch müsste ich. Na, muss doch hier irgendwo noch in die Ebene 2 gehen. Na, kommt schon. Noch eine Kiste. Das Spiel meint es aber gut mit mir heute. Schenkt mir keine Waffen, aber dafür jede Menge Geld, damit ich mir welche kaufen kann. So. Gucken wir mal, wer hier jetzt wohnt. Na komm, geht tot. Ein Langdolch. Yes. Hoi. Zwei Armschienen. Und einen mächtigen Dolch. Ich werde hier echt Dolchkrieger. Ich merke das schon. Das Spiel will es nicht anders. Ja, und jetzt Lederkapuze. Jo, haben wir das auch. Seht mich an, mächtiger Dolchkrieger. Die sind ungefähr so groß wie mein kleiner Finger. Aber solange sie einen weiterbringen.
Dafür ist die Angriffsgeschwindigkeit sehr gut. Hat auch was. Da habe ich noch keine Rune, schade. So langsam müsste eine kommen. Mach dir da halt den Test. Deren Angriff anscheinend. Ich weg. Aua, aua, aua. Niemand hält mich zurück. Ja, Nephalem. Nur für mich. Hier ist auch nix. Doch. Dies muss der Lehrling des Schmieds sein. Hedrick sollte von seinem Schicksal erfahren. Da unten war auch noch einer, hab ich genau gesehen. Bei dir das. Scheint so. Auch weggehauen. Der muss ich sagen, der Schwierigkeit gerade durchaus angemessen. Es klappt zwar alles weg, aber es dauert ab und an auch sehr lange. Die Vorfahren sind hier heute. Jo. Hoch geht's. Felko. Er ist noch schneller und schützt die Kappe. Nein, immer diese 2 Meter, die ist nicht schnell genug. Jawohl. Schnell anlegen Funktion ist übrigens sehr geil, gerade wenn man mit mehreren Leuten kämpft. Na komm. Umgeplant. Den Grabräuber habe ich anscheinend schon. Sonst hätte er es bestimmt ausgemacht. So. Nicht mehr lang, irgendwo nach oben. Ja.
Sehr schön. Jo. Oh. Nein. Ach, Mann. Zeig mir doch die richtige Fähigkeit an, die ich möchte. Danke. So, zwei Schläger, damit sehe ich epischer aus. Bedrohlicher, guckt. Ja, viel besser. Als mit irgendwelchen hässlichen. Habt ihr schon Angst? Wäre es gewesen, wäre die Pike direkt besser gewesen, als das, was ich gerade mit Mühe angestellt habe. Alle draußen da. Ja, alles aufgedeckt. Somit die maximalen EP rausgehauen. So. Sucht nach dem Altar des Wo ist denn der? Hier oben gucken wir erstmal da. Noch haben wir ja einen leichten Geschwindigkeitsschub. Das war ja einfach. Ich bin auf dem richtigen Weg. Die Krone muss in der Nähe sein. Komm her. Das werde ich nicht tun. Ach, warum denn nicht? Ich finde es interessant, wie viele Bögen ich in diesem Spiel bekomme, die ich aber gar nicht tragen kann. Aber das muss ich ja nicht hinterfragen. So, ist hier noch irgendwo was versteckt? Ne, da vorne ist nur die Krone, das sollte ja auch reichen. Da geht's raus. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Hey, komm her. Versteck dich. Danke, ich durfte das Schild jetzt mal mit aufnehmen. Mit dem Stadtportal muss ich jetzt in die Stadt. Dann nutzen wir das doch so mal. So. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah,
Sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Na dann. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann folgt mir und perfektioniert euer Handwerk. Ich habe tödliche Aufgaben vor mir und ich werde eure Waffen benötigen. Schlechte Neuigkeiten. Euer Lehrling ist tot. Närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Yes, sir. Was für eine Waffe kann ich denn haben? Ab 12. 24, 16. Also blaue Waffen schon mal gar nicht, wie wir hier gerade sehen. Ah, Dolche gehen natürlich, war ja klar. Gut, dann verwerten wir. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Immer wieder Wenn ich Bücher sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Immer noch keine Post für mich. Leorix. Die Nase muss. Ja, gefällt euer. Was tut es nicht an dich? Ein paar. Ihr wollt. Ja, das wäre jetzt natürlich tödlich. Wenn ich im PvP getötet werde, ist der Charakter halt auch tot. Öffne the door. Weiter geht's. Die Kathedrale. Oh, Wahnsinn, dass das mit dem Loot hier. Richtig viel Zeug. Naja, an schönen Sachen mangelt es hier ja nicht. Nur an schönen Waffen. Ja, kommt mal alle hier. Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bin schwer verletzt. Boah, das war knapp. Da wäre es das fast gewesen mit dem Charakter. Komm jetzt, geh tot. Loot und Level.
sie ein schönes Buch in der Hand. Und sie auch. Noch ein Buch. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Zurück in die Hölle und... Oh, yes. Schade, ist nur eine Waffe. Ritualzirkel oder was? Ich muss halt erstmal hier einsammeln. Sehr schön. Niemand hält mich zurück. Dich haben wir auch weg. Jetzt neues. Irgendwas. Helmchen. Haltet eure Zauber aufrecht. Bald ist unser Werk vollbracht. Ave Magistros. Ave Registrus. Ave Leo. Eure Magie wird schwäch. Ich bin frei. Zurück zu meiner Mission. Und hier haben wir den Krieger oder Templar. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich komme, den Skelettkönig zu töten. Ich ebenso. Du bist ja weitergekommen als die anderen, die es versucht haben. Oh, yes. Au, au, au. Das kann ich nicht. Wie ist sie entstanden? Ich bin hier, um es herauszufinden. Dort ist der gefallene Stern eingeschmettert. Da sind meine Waffen! Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens.
Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ich weiß, dass Templer vertrauenswürdig sind. Wir kämpfen Seite an Seite. Hast du aber Schwein, dass du vertrauenswürdig bist. Hab ich ein Gerücht aufgeschnappt und schon hast du dir gedacht, jo, passt. Ja, auf eine Fellhose brauche ich jetzt nicht zwingend einbrechen. Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Dann mach mal frei. Hast du schon. Sehr fleißig. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesen Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Schön abgestochen. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Einverstanden. Wohlan denn. Skelettkönig, nehmt euch in Acht! Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Sehr schön. Also wenn jemand weiß, wo diese geheimen Schriften zu finden sind, könnt ihr es gerne in die Kommentare hauen. Was gibt's hier? Außer ein Buch. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Euer Fleisch ist schwach. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. Irgendwo scheinen dicke Gegner rumzuhängen, sonst sagt er sowas. Oh. Ich habe neue Kraft geschöpft. War ja auf jeden Fall gut. Oh, Schatzgoblin. Komm her. Ja. Führt meine Hand! So. Okay, gehen wir erstmal hier gucken, was es hier sonst noch so gibt.
werden nicht leicht zu besiegen sein. Das Spiel veräppelt mich doch, anstatt mir mal einmal eine vernünftige Waffe zu geben. Hier, nimm eine Armbrust. Die kann ich nicht tragen. Egal, nimm sie trotzdem. Wahnsinn. Führt meine Hand! Euch gebührt Ehre. So, was habe ich dazu bekommen? Ein Schrei. Drohruf. Das ist natürlich nicht so cool. Jawohl, und eine Rune für Sprung. Echt, ich bin jetzt so weit für umsonst gelaufen. Alles klar. Und kehrt. Zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Ja, da wäre ich auch. Kann ich bestimmt irgendwo in den Statistiken nachlesen. Ein paar hundert sind es auf jeden Fall. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Jawohl. Doppelter Abschlag da hinten. Bedrohlich. So, weiter geht's. Ich habe zwei schicke Waffen, die danach dürsten, den Skelettkönig zu killen. Da, siehst du das? Ja, war ja klar. Kann ich meinen Begleiter gerade eigentlich ausrüsten? Gebe dir diesen Morgenstern.
Gute Idee. Steht nicht wieder da. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakharum, Akan, Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Diese Feinde sind unglaublich. Es ist unglaublich, wie lange du brauchst, um dich klappt. Nephalem. Sehr schick. Jawohl. Da ist er ja. Kaputt machen gibt es auf jeden Fall mehr. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Schade, ich dachte, hier gibt's ein Buch. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal eben die Sterbeszene von unserem werten Skelett. Jetzt fällt mir was ein. Der Begleiter hat ja auch Fähigkeiten. Meine Macht wächst. Leben ist gut. Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen? Wir werden euch zu Fall bringen, Höllenbrut! Nicht genug Wut. Schade, wenn man es alles gleichzeitig schafft, gibt es das dann auch nicht. Naja, nicht so richtig. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin.
Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Jetzt hat man wieder gemerkt, es lohnt sich, alles kaputt zu machen. Schön was Gelbes rausgeholt. Als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Hier werden wir es nicht finden. Weiter. Diese Brunnen finde ich ja persönlich genial. Vulkathos lächelt auf mich herab. Jawohl. Level 15. Schlag der... Der Hammer der Urahn. Damit spiele ich leider nicht. Vulkathos! Führt meine Hand! Jo. Der Begleiter, hat er auch noch was Neues? Jo, hat er. Eine ehrenvolle Wahl. Aber jetzt halt gleich gegen den Skelettkönig kämpfen und der Single-Target ist, muss ich da mal eben kurz umspielen. Ihr werdet mich niemals besiegen! Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Mach auf! Komm, Leoric. Ich setz dir deine Krone auf dein Haupt.
Ein Geschenk, einmal eine Krone. Und jede Menge Waffen, die ziemlich stark sind. Ab in die verlassene Kammer. Der Krater. Ihr wart es, der vom Himmel gefallen ist? Ihr seid der Ursprung all dieser Zerstörung und doch spüre ich an euch kein Übel. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Deckard Cain bringen. Er ist ein gelehrter Mann. Ja, dann mal los. Ich bin weit gereist, um herauszufinden, dass der gefallene Stern nur ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht weiß Cain, was der Fremde uns nicht sagen kann. Hoffen wir es doch mal. Das ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Und noch eine geile Waffe dabei. Neue Transmogrifikation. Ich habe beschlossen, eine epische Ballade über den Tod zu schreiben. Ich kann es kaum glauben, aber der gefallene Stern ist ein Mann. Als Onkel Deckard das erfuhr, war er am Boden zerstört. Ich weiß, dass er auf etwas Wundersameres gehofft hatte. So kann's gehen. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremde. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Ich werde Jagd auf die Ziegenmenschen machen. Das Schwert wird bei ihnen sein. Ihr habt keine weiteren Erinnerungen? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Wie geht es euch jetzt? Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Bleibt stark. Das Schwert kann nicht fern sein. Die Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die drei großen Übel zu besiegen. Diablo, Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie wurdet ihr zum Letzten der Horadrim? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Cain. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie.
Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Interessant, jetzt wissen wir da auch schon mal mehr und hört immer noch was zusammen. Bücher, ist kein neues da. Och nee. So, erstmal hier muss ich mich ausrüsten. Da war doch gerade ein zweiter, oder nicht? Bin ich blind? Meines Wissens nach habe ich gerade 2 mit 20 gesehen. Das sieht doch schick aus. Abby 82, herzlichen Glückwunsch, kriegst ein Geschenk. Haben wir sie jetzt, oder? Interessant, wird mir angezeigt, obwohl es das eigentlich nicht mehr gibt. Das müssen wir wieder in Ordnung bringen. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Du hast noch was für mich, Tyrael. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Meine Waren sind einzigartig. Ich habe sie aus allen Teilen der Welt zusammengetragen. Hast du den Fremden neben dem alten Kane gesehen? Achso, Felder des Elians kommen über den Passage. Ah, Miriam, bist du anstrengend. Haben wir da erstmal ein paar Punkte drauf gehauen? Braucht er 10.000.
Und mit Level 16 wäre endlich mal eine seltene Zweihandaxt drin. Ja, die ziehen wir doch direkt an. Ach, die Krone habe ich ja schon, von daher. Gut, wie episch ich aussehe. Jetzt habe ich so Krallenhandschuhe. Finden wir es auch. Die Vorfahren sind mir hold. Jawohl. Der Ort sein, an wer Bruchstück zu Boden fiel. Tötet ihn! Selben Licht wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda
und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Ich muss zurückkehren. Eine Hexe nach ich. So, und damit bin ich für heute durch. Ihr habt ja schon das Bimmeln im Hintergrund gehört. Das ist für mich ja quasi mein Alarm, dass jetzt Feierabend ist. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Heute war es einmal knapp. Ich wäre fast gestorben. Ich hoffe, ich schaffe es bis 70 durchgehend. Ja, ich würde sagen, man sieht sich dann demnächst. Und ich bin, und ja, dann ciao, ciao.